Hallo, hier ist Herbert Herrmann, der Häuserspezialist. Ich bin heute in Könge in der Untertorstraße. Wie heißt die Straße? Unterdorf. Unterdorf. Die Frau Vermieterin steht gerade hinterm Eck. Die will nicht aufs Bild. In der Unterdorfstraße, da gibt es im Dachgeschoss eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Und da gehen wir es rein und gucken die miteinander an. Da geht es dann auch gleich die Treppen auf. Das ist ein Haus von 1926. Das ist vor zwei Jahren modernisiert worden. Jetzt kommen wir da mal hoch. Das ist noch im Moment bewohnt. Gibt es verschiedene Sachen, die der Mieter dann da lässt, die man übernehmen kann. Jetzt gucke ich mal, ob da Licht geht. Da geht Licht, da sind alle schon Leute da. Wir gehen gleich rein und links rum in die Küche. Ja, das ist ja alles voll möbliert. Diese Küche, also die Küchezeile an sich, die gibt der scheidende Mieter ab gegen eine Abstandszahlung. Das muss man mit dem halt dann ausmachen. Das ist alles ziemlich neu. Sieht man. Auch super gepflegt. Jetzt gucken wir nochmal geschwind hinaus. Ups. Da vorne. Das ist die Aussicht aus der Küche. Hoppla. So rum. So, dann haben wir hier. Wenn wir geschwind auf die Seite übergehen, ins Schlafzimmer rein. Das Bett hat 1,80 breit und 2 Meter Schlaffläche, also ungefähr 2,40 lang. Das wird auch exklusive Matratze übergeben, sowie dahinter hinter der Tür, da ist ein Eckschrank, den kann man auch übernehmen vom scheidenden Mieter. Also hier noch einmal eine Sicht rein. Dann gucken wir schnell raus aus dem Regnet. Da unten haben wir ein bisschen Stroh tagsüber. Abends dann nicht mehr. So, und dann gehen wir da wieder raus. Und dann können wir weiter rechts geradeaus in. Da ist zu, Licht da. Ups, ja. Ins Wohnzimmer. Praktisch. Bleibt im Wohnzimmer auch was da? Der Schreibtisch wird die abgeben. Also der Schreibtisch, den wird er auch abgeben, sagt er gerade. Der Fernseher nicht. So, mal gucken, was wir da hinten draußen sehen. Da ist alles so zu. So, jetzt wird es da drin. Einmal da. Also jetzt gehe ich nochmal zurück, dann sehen wir ein bisschen mehr. Ja, ganz genau, jetzt ist hell. Einmal so rum. Da ist praktisch der Turmteil. Das Haus hat nämlich einen eigenen Turm. So, dann gehen wir noch rum. Und das war das Wohnzimmer. Jetzt mal gucken, da stehen Leute. Ja, die kriegen wir da alle drauf. Okay, dann gehen wir da hinten rum. Jetzt ein Stück weiter zum. Mal selbst das Licht. Da geht das Licht. Ich mache jetzt nichts am Fenster. Jetzt sind wir im Bad. Da hinten ist das Örtchen. Mit dem Örtchenfenster. Kann man wieder rausgucken. Und dann sind wir hier im Bad. Da ist alles noch moderne Sachen. Darüber. Und jetzt hinter der Wand ist die Dusche, und wenn ich ruhig bin, dann sind da sogar Vögel. Und das ist eigentlich das Fenster für die Dusche, das haben wir als Leute. So, nochmal einen Blick rein.
sind wir da auch schon durch. So, und jetzt gehen wir zu einem Teil, der keine Wohnfläche ist, der aber zur Wohnung dazugehört. Das ist praktisch das Add-on Neudeutsch oder das Goodie. So, gehen wir da hoch. Das ist aber kein Spartreppel. Da sind wir praktisch oben und direkt unterm Dach, das ist ausgebaut. Gucken wir jetzt mal an. So. Und dann ist das natürlich da mal am Arbeitsplatz. So, das war's dann auch schon. So, wenn Ihnen diese Wohnung gefällt, dann geben Sie mir Bescheid, schicken Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Telefonnummer und E-Mail finden Sie unten. Ich freue mich über Ihr Interesse.